Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Nach langer, langer Zeit mal wieder zu einer neuen Folge OMSI 2. Ja, wir fahren wieder runter Bus im OMSI 2. Schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei seid. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir haben den Moviepark hier. Da ist natürlich jetzt während der Jahreszeit geschlossen. Nichtsdestotrotz fahren wir heute ein bisschen. Und zwar, ja, ich glaube, in zwei Folgen machen wir das Ganze. Wir werden auf jeden Fall eine Runde hier drehen, mal wieder im OMSI. Ich hatte mal wieder richtig Lust drauf. Karte spielen wir hier Metropole Ruhr. Die einen lieben sie, die anderen finden sie jetzt nicht so toll, um das jetzt mal positiv auszudrücken. Aber ich dachte mir einfach, ah, okay, fährst ein bisschen rum. Und wir bereiten jetzt mal den Bus auf. Ich hoffe, ich kann das noch. Ich habe das schon echt lange nicht mehr gemacht. Es läuft zumindest. So, Karte rein. Sind übrigens mit den Solaris Urbino Version 4 in der langen Version unterwegs. So, da haben wir das Bedienfeld. Mittlerweile sollte auch, genau, Linie und Kurs eingebbar sein. 16.06, nein, 16.02. Ah, komm. Okay, bestätigen. So, also 01602 und dann die 02. Nochmal bestätigen. Und jo. Und zwar fahren wir den SB16 von nach Essen Hauptbahnhof, also da, wo ich jetzt wohne. Also jetzt nicht direkt am Hauptbahnhof, sondern ja, in die Region dort. Und über Bottrop und ja, Kirchhellen auf jeden Fall. Da sehen wir es. Und dann auf jeden Fall nach Essen Hauptbahnhof. Ja, erstmal hier die Heizung anmachen. Da oben sehen wir auch die ganzen Haltepunkte über eine Stunde Fahrt. Bin mal echt gespannt, ob ich das überhaupt noch schaffe und kann hier. Ja, das ist der Bus im klassischen Bogestra-Design. Motor angeschmissen hier. Ich wollte eigentlich noch ja, hier so ein EWAG, also von Essener Verkehrsbetrieben, Repaint mir besorgen, aber irgendwie habe ich keins gefunden auf die Schnelle. So. Feldhausen geht's lang, Bottrop-Kirchhellen und ja, ein bisschen mal wieder was außer Heimat, aus NRW. Ich weiß gar nicht, wann war denn die letzte Folge OMSI? Es ist schon ewig her. Auf jeden Fall ist das jetzt hier die Jubiläumsfolge, die 50. Folge. Und vor über einem Jahr habe ich hier mit dem Kanal gestartet. Und ich glaube, das erste Video war SB20 von Herne nach Recklinghausen. Ja, damit habe ich seinerzeit begonnen. Und ja, nach über einem Jahr schließt sich der Kreis letztendlich und ihr habt mal wieder eine neue Folge OMSI. Und der zweite Teil, der kommt am zweiten Weihnachtstag und zwar ja, am 26.12. Habe das natürlich alles an einem Tag aufgenommen. Oh, wir können Ansagen deaktivieren mit Ton, das ist ja toll. Ansage aktiviert, okay, und dann? Endziele, können wir sperren. Oha, cool. Infodialog, was haben wir? Klimabetrieb, wir haben Kirmes. Wo ist denn Kirmes, Mensch? Und die Prosperstraße ist gesperrt für die 263 und 68. Aha, gut. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal zur Bushaltestelle und geben mal ein bisschen Gas hier. Was geht noch? So. Erstmal rum hier mit den Karren. Ja, grafiktechnisch auf jeden Fall wieder eine Wonne. Vorhin mal kurze Probeaufnahme gemacht, hat ja gar nichts funktioniert. Ja, um sie halten. Ja, ein Spiel, was man mögen muss. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber hat noch viele Flair, viele ja, Kleinigkeiten. Ne? Ist halt 32-Bit. So, was kann man denn noch einstellen hier? Verkauf. Echt, der springt nicht um. Okay. Was kann man da noch einstellen? Drucker, Systemmeldungen, aktive, ja, Kassenregeln. Okay, wir haben Nachtmodus. Okay, das ist nice, okay. Helligkeit, manuell halb, manuell voll, Auto halb, Auto voll. Auch nicht schlecht, okay. So, man muss halt immer hin und her schalten. Das ist doof. Gut, so. 26 Minuten haben wir noch. 32 fahren wir los. Ich muss mal gerade kurz die ganzen Tasten nochmal gucken. Und irgendwie scheint jetzt hier die Sonne.
So, gucken wir uns das mal an hier. Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Und da kommen schon die ersten Fahrgäste. Und dann werden wir gleich loseiern. Oh, die Sonne blendet. Muss gleich mal das Rollo runter machen. So, mal alles einstellen hier. Und so ein bisschen hier den Verkauf, den habe ich aktuell an. So. Dann stellen wir gleich nochmal die Uhr ein bisschen vor. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Ich habe das, glaube ich, ausgestellt, dass man die Zwischenbilder nicht sieht. Ich glaube, ich habe die Desktop-Aufnahme nicht gestartet, sondern hier die Bildschirmaufnahme. Das seht ihr gerade nicht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Türen zu. Und nochmal hier Rollo runter, so ein bisschen. Na, ich glaube, es sollte reichen. Jo. Und auf geht's. Mit einer Runde um sie. So, das passt. Kassensystem. Ansonsten, das passt auch alles. Kurz nochmal checken hier. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. So, jetzt geht's los. So, einmal links gucken, rechts gucken. Da muss man die ganzen Tasten wieder hier durchtesten. Oha. So. So. Und jetzt können wir fahren. Ja, auf jeden Fall habe ich wieder sehr viel Bock gehabt jetzt hier auf Umsi. Einfach mal wieder eine Runde zu fahren, mich ein bisschen über die KI zu ärgern. Feldhausen Bahnhof. Ja, nächster Halt Feldhausen Bahnhof. Und ja, ich dachte mir einfach mal, ich nehme mal hier wieder eine Folge auf. Und ja, auch eine etwas längere Folge, ein bisschen was wieder da, wo ich jetzt wohne. Ich wohne jetzt in Essen. Und war einfach so randommäßig jetzt entstanden. Gab auch ein neues Add-on. Ein paar Busse gab es. Wie den Coach-Bus, den Icarus. Ob ich die noch zeigen werde, muss ich mal schauen. Ob ich da noch was zeige. Ich wüsste jetzt auch nicht, auf welcher Karte. Gibt es verschiedene. Uah. Wartet mal. So, geht schon gut los mit der Fahrerei hier. Auf welcher Karte? Da sind halt ältere Busse. Und ansonsten ist es echt ruhig geworden. Ruhau 2 hätte man auch noch die Möglichkeit mal zu zeigen. Aber ich hatte jetzt gerade einfach zur Weihnachtszeit mal wieder Lust jetzt hier so eine Runde. What? Good afternoon? Wieso spricht der Englisch? Okay. Egal. Einfach mal wieder hier so eine Runde, um sie aufzunehmen. Ich glaube, die letzte Folge gab es vor über 3 Monaten oder so, ne? Kann das sein? Ich weiß es jetzt gar nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall bin ich wohl in Chicago. Ach, jetzt weiß ich auch, warum Englisch ist. In Chicago rumgefahren. Ich glaube, da habe ich irgendwas umgestellt. Oder ich habe wieder irgendwas falsch kopiert. Das kann natürlich auch sein. So, wir kommen hier um die Kurve rum. Und fahren jetzt weiter. Ja, werden auf jeden Fall 2 längere Folgen werden. Ich denke mal, die eine wird so um die 35 Minuten, die nächste dann um die, also die 40 Minuten, weil die Fahrtstrecke auch 1 Stunde 20 hier ist. Und ich kenne ja meine fahrerischen Künste hier. So, wir müssen links. So, einmal ausholen hier. Ja, das klappt noch ganz gut, würde ich sagen. So. Und deswegen gibt es da 2 Teile. Also einmal am heutigen Freitag seht ihr die Folge. Und dann am kommenden Mittwoch. Ja, Mittwoch ist der 26., ne? Genau. Oder? Tue ich mir jetzt. Ne, am Mittwoch, den 26.12., zweiten Weihnachtstag. Hello there. Guten Tag. Ja, ich hab's vermisst, die Leute hier zu begrüßen. Ach ja, Vickerskamp. Fährt auch der 188er lang. Oder 189er, weiß ich jetzt gar nicht. Dann geht's gleich oben rechts raus. Nächste Haltestelle. Richtung Kircheln. Richtung Kircheln dann.
Ja, ansonsten ist das ja, schneller rumgegangen, als ich gucken kann. Und das neue Jahr wird auch viele, viele Spiele, die wir bereits kennen, schon bereithalten. Ich werde mich auch ein bisschen was Neues wagen. Bleibt aber im Simulationssektor. Habe erstmal so ein paar Spiele gehabt, wo ich jetzt nicht unbedingt Simulation gespielt habe. Zum Beispiel hier COK, hier das Point-and-Click-Adventure, was ich immer gezockt habe. Oder auch, was waren das noch? Ja, ich Human Fall Flight hier mit dem Chico. Station Years ist ja auch keine reine Simulation, sondern eher ein Survival-Game. Auch sehr nett gemacht. Thief Simulator eine Runde gespielt und aber auch ein paar andere Spiele noch. So. Und guten Tag. Wir werden auf jeden Fall der Simulationslinie treu bleiben. Wie gesagt, ich werde was Neues ausprobieren Richtung Simulation. Da bin ich mal gespannt, wie euch das auch gefallen wird. Nächste Haltestelle, Kuhberg. Kuhberg. So. Heißt, wir werden auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Omsi spielen. Mal gucken, was das nächste Jahr für uns bereithält, ob es da noch weitere Add-ons gibt oder ob es das dann jetzt letztendlich gewesen sein wird. Weil im Endeffekt ist es so, dass. Oha! Ey, fährst du jetzt da? Mann! Ey, wieso fährt denn. Der hat doch geblinkt. Im Endeffekt wird es auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass es, glaube ich, nicht mehr viele Add-ons um sie geben wird. Wobei die Community dann natürlich noch echt groß ist. Nächste Haltestelle im Kampf. Im Camp. Allerdings ist Lotus jetzt auf dem Vormarsch, wobei da gibt es noch nicht viel zu sehen, ne? Also die ersten Mapbauer haben angefangen. Guten Tag, hallo. Und bauen schon die ein oder andere Map. Es gab auch jetzt die Implementierung vor kurzem mit der IBIS und mit der Matrix-Anzeige. Aber das Spiel ist noch weit davon entfernt für den breiten Markt zum Zocken. Nächste Haltestelle auf der Höhe. Weil da ist man auf jeden Fall immer noch am Entwickeln und auch am Programmieren, setzt viele Dinge um. Grafiktechnisch und Engine-technisch auf jeden Fall ja, eine Erweiterung. Ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen Quantensprung, aber im Vergleich zu OMSI auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut spielbar, meiner Meinung nach. Ne? Vorwiegend jetzt mit der Straßenbahn. Alles andere muss man dann mal beobachten. Ja, ETS kam ja Beyond the Baltic Sea. Da gibt es auf jeden Fall heute Abend auch noch eine weitere Folge. Also um 16 Uhr und dann am kommenden Samstag, den 29.12., auch nochmal eine Folge. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch noch reinschauen. Und am 22. natürlich auch wieder ETS. Letztendlich, wo ihr dann noch eine weitere Folge dazu seht. So. Sonst muss ich mal gucken, was ich sonst noch hier alles so im Petto habe. Ich hab alle Folgen jetzt, die auch zwischen den Feiertagen sind, ja, alle noch in der Woche vor Weihnachten aufgenommen. Deswegen nicht wundern, weil ich war mir noch nicht ganz hundertprozentig klar, wann die Videos in welcher Form kommen. Aber ich habe relativ früh den Sendeplan gestrickt für die Weihnachtswoche. Ich denke mal, ihr verbringt ja auch die Zeit mit euren Liebsten und mit Langsamer euren. bitte, vorsichtiger Busfahrer. Was? Das habe ich auch vermisst, diese Gemeckerei. Und da habe ich natürlich alles vor den Feiertagen aufgenommen. Bin zwischen den Feiertagen auch unterwegs. Man hatte sich auch gewünscht, dass ich einen Livestream mache, aber da ich nicht zu Hause bin, fällt diese Variante leider aus. Und ansonsten gibt es natürlich immer noch ja, passende Videos dazu. Ne? Das heißt, immer jeden Tag Videos und zwar. Ich gehe mal kurz auf den Sendeplan. Ich habe den nämlich davor gestrickt. Und zwar gibt es OMSI heute. Wir sprechen mal heute, sage ich, den 21.12. Dann gibt es COK. Gibt es dann am ja, frühen Abend um 16 Uhr. Dann gibt es noch LS19, das Felsbrunn-Projekt. Gibt es dann auch noch eine Runde. ETS 2, wie gesagt, geht es dann weiter Richtung St. Petersburg.
Und dann gibt es ein neues Projekt am Sonntag, und zwar nicht Human Fall Flat mit dem Chico. Das geht nämlich auch weiter. Bekommt ihr auch übrigens nicht nur am Sonntag, den 23.12., sondern auch wieder am zweiten Weihnachtstag zu sehen. Da gibt es dann LS19 Ravenport, ne? Genau wie am ersten Weihnachtstag und am 29.12. Dann kommt noch eine Runde Hausflipper auf jeden Fall an Heiligabend zusammen mit dem LS19 Felsbrunn-Projekt. Schaut einfach rein, ganz viele tolle Spiele, wie ihr es schon kennt. Und im nächsten Jahr werde ich da einiges umstellen. Auch nächste Haltestelle, Pelzstraße. Die Pelzstraße. Auf jeden Fall auch ein bisschen, weiß noch nicht so richtig, was ich genau umstellen werde. Denn aktuell finde ich den Sendeplan immer so ein bisschen kunterbunt. Ich denke mal, es ist interessant. Aber vielleicht nicht das, was ihr sehen wollt. Müssen wir mal schauen. Das eine oder andere, wie gesagt, wird Neues mit hinzukommen. Oha, die Kurve ist ein bisschen scharf. Oha. Oh mein Gott, fahren Sie scheiße. Ja, klar fahre ich scheiße. Natürlich. Mein Junge, aber warte mal. Ich gucke gleich nochmal hoch, du. Dann merke ich mir dir was? Nein, ich merke mir dein Gesicht. So rum. Und dann fliegst du gleich raus, junger Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall wird es ein bisschen eine Änderung geben. Ja, ich habe keine Livestreams mehr gemacht in diesem Jahr. Es werden auch keine Livestreams mehr in diesem Jahr kommen. Sondern erst wieder im neuen Jahr. Und ja, da werden wir direkt am 1.1.19 mit einem Livestream starten, und zwar dem Neujahrs-Livestream. Da geht es dann direkt los. Wann, wie viel Uhr? Einfach verfolgen, Sendeplan schauen oder die Ankündigung auf dem YouTube-Kanal von uns. Einfach da mal reinschauen und da bekommt ihr dann auch die passenden Infos dazu. Ne, wann er startet, welches Spiel wir spielen. Keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Ne, wir haben heute den 20.12., wo ich die Folge hier aufgenommen habe. Ne, und deswegen ist noch ein bisschen hin. Nächste Haltestelle, Jugendkloster. Das Jugendkloster hier. So, wir sind nach wie vor immer noch in Kirchhellen, glaube ich. Und schauen da auf jeden Fall mal. Ja. So. Schon wieder 20 Minuten rumgebrabbelt? Kann doch gar nicht sein. Echt heftig. Wie schnell die Zeit immer rumgeht, ne? Da wundert man sich manchmal, ne? Da redet man und redet man und redet man. Denn immer guckt man auf die Uhr und denkt sich so, oh mein Gott. Ne? Wie lange ist das denn schon wieder hier, wieder her? Was ist jetzt schon wieder, was habe ich denn? Ach, die Tür muss ich manuell zumachen. Aber ich vergesse das immer mit der Mitteltür. Oha, nochmal schön im Außenspiegel geguckt. So. Ja, Station hier ist aktuell, wie gesagt, ja, gibt es keine Folge, da habe ich momentan nicht die Muße. Ja, moin. dazu zocken und ich habe echt keine Lust momentan auf Station hier. Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr mal so ein Spiel gespielt habt und nach über einem Jahr hattet ihr keine Lust mehr? Also nicht Lust schon, aber jetzt nicht so, dass ich unbedingt zocken muss. Ich will einfach mal so eine kreative Pause einlegen. Hausflipper ist auch eher weniger geworden, habt ihr auch schon gemerkt im Sendeplan. Habe ich mich auch so ein bisschen, jetzt nicht überspielt, aber da gucken wir nun mal, dass wir das Haus auf jeden Fall fertigstellen. Hier das Haus der Samantha Meyer. Und dann werden wir da auch einen Break einlegen. Es sei denn, das DLC kommt direkt am Anfang Januar. Dann legen wir natürlich direkt dort weiter los.
Gleiche wird aller Voraussicht nach für Foundation gelten. Wobei ich da noch aktuell auf ein kleines Update warte. Oha, Manfred kommt. Jetzt geht's los. Einmal Preisstufe A, bitte. Einmal Preisstufe A, Kind, jo. Christe, so, ach, wie war das denn nochmal? Verdammt! Erstmal Geld kassieren, ne? Bevor es wer wegnimmt. So, 10 Zinke bekommt er auf jeden Fall wieder. Kostet nämlich 1,60. Wo bleibt mein Fahrschein, Busfahrer? Wo bleibt dein Fahrschein? Ich habe keine Ahnung, wo ich deinen Fahrschein bestelle hier. Erwachsen, Kind, das ist Erwachsen A, Erwachsen... Hallo? Ne, es ist erwachsen. Ah, ne, ist falsch. Oh, Leute. Ey, hallo. Ja, ist doch gut, Mann. Stress nicht. Eingenickt? Nein, ist er nicht da. Hallo. Weil dass die Jugend immer heute so heutzutage so ungeduldig ist, ne? So, bitteschön. Moin, Tag. Hallöchen. Komm so rein, junge Frau. So. Ja, Foundation, um mal kurz drauf zurückzukommen. Ja, wird es dann auch erstmal ein Poiscan geben. Ich denke mal bis zum Release. Vielleicht gibt es noch ein kleines Update. Müssen wir mal schauen, inwieweit wir dann da auch noch am Ball bleiben. Ja, Tsioke werden wir auch nicht ewig spielen, weil das Point-and-Click-Adventure ist dann irgendwann vorbei. Ja, da werden wir mal so 2 Folgen die Woche bringen. Denke ich mal, das ist eine gute Mischung. Und Human Fall Flat, ich weiß gar nicht, wie viele Level es da gibt. Chico und meine Wenigkeit haben auf jeden Fall noch ein paar Folgen aufgenommen. Die werden immer mittwochs und sonntags kommen, um 15 Uhr, wie ihr es schon kennt. ETS geht halt auch weiter. Equilinox, ja, ist auch immer noch dabei. So. Ja, moin. So, schauen wir auch mal, inwieweit das noch, ja, dann uns beglücken wird die Woche. Ich glaube, ich hatte die letzten 2 Wochen immer so eine Folge, glaube ich, gezeigt. Ja. Ne? Und ansonsten die LS-Projekte, die laufen noch. Die Pferdefarm läuft aktuell nicht mit dem Teigler. Er macht eher, ja, eigenes Projekt. Und, ja, da müssen wir auch nochmal schauen. Mal ein Screen machen hier, oder auch 2. Fürs Let's Play. Ich denke mal, das Bild werde ich dafür auch nehmen. Und ja, rechts geht es Richtung Bottrum Zentrum. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall auch hin. Und ja, ne, links geht es nach Bottrop, rechts geht es nach Dorsten, so rum. Und wir sind echt schon wieder weit gekommen hier. Und nächstes Jahr gibt es ja auch wieder viele, viele neue Spiele. Ich bin mal gespannt, ob The Bus kommt. Für The Tourist Bus Simulator habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Um das jetzt zu zeigen, ist ein bisschen ja, storymäßig auf Fuerteventura. Aber jetzt unbedingt darüber wieder sowas wie Mannschaftsbus Simulator zu machen, fand ich jetzt nicht wirklich gut. Auf The Bus warte ich noch, bin ich mal gespannt. Moin. Wenn das noch kommt, Cooking Simulator kommt und ein paar andere Spiele. Ich habe auch noch ein paar kleinere Spiele, die ich schon etwas längere Zeit habe. Aber ich glaube, die brauchen noch das eine oder andere Update. Das sind nämlich alles Early Access Titel, die dann vielleicht noch kommen. Und irgendwie kam heute am Pastorsbusch kam heute irgendwie ein Update zu On the Road. Da schaue ich die Tage auch noch mal rein. Wobei ich die Version immer im Vergleich zu ETS ziehe. Ja, Cattle and Crops habe ich auch total vergessen. Da könnte auch mal wieder was kommen. Und wenn ihr einfach mal Ideen habt, was Simulationsspiele angeht, also wir sprechen von Simulationen, dann schreibt es, wie gesagt, einfach mal rein. Wo sind wir denn hier? Da sind wir schon. Okay. Gut, haben wir noch ein Stückchen vor uns. Ne, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein, wenn ihr mal Spiele sehen wollt. Und ab und zu werden wir auch mal einen Schwenker machen in andere Genres, aber ich werde jetzt hier kein Call of Duty, Battlefield, GTA oder irgendwelche anderen Spiele spielen.
Auch nicht so Dinge wie Jalopi oder Meister Maka oder so. Finde ich jetzt auch nicht mehr so up to date. Aufbausimulationen werden auf jeden Fall auch noch kommen. Mal gucken, Railway Empire vielleicht. Das wäre eine Idee, hattet ihr ja schon vor längerem mal gesagt. Train Sim World oder der Train Simulator wäre auch noch eine Option. Schauen wir einfach mal, was das Jahr so bringt. Ne? Wichtig nochmal, Leute, Hinweis, ich mache das alles hobbytechnisch. Also es ist einfach nur so just for fun. Ne? Das heißt, macht das natürlich auch gerne, auch für euch. Aber bitte nicht böse sein, wenn da mal irgendwann mal, ja, sag ich mal, nicht das Video kommt, was ihr euch wünscht, weil ich schaffe nicht immer, das aufzunehmen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich so ein bis zwei, also so zwei Tage auf jeden Fall in der Woche quasi aufnehme für euch. Und dann natürlich auch passend Content bringe, eure Wünsche versuche auch umzusetzen. Vielleicht auch noch ein dritter Tag in der Woche, aber wie ihr wisst, ja, Job hat man noch, Real Life gibt es auch noch, Freunde, Bekannte und so weiter. Deswegen nicht böse sein, wenn mal irgendwann nicht direkt das kommt, was ihr euch wünscht. Ja, es kommt definitiv. Ne? Frage ist manchmal nur, wann. Wenn ihr wissen wollt, wann eine Folge kommt, guckt einfach in den Sendeplan rein und da habt ihr wirklich die ganzen passenden Infos zu. Ne? Ne, da sind schon viele Spiele drin, die ihr gerne haben möchtet und vielleicht auch das ein oder andere Spiel, was ich gerne zocke, ne, sodass wir eine gute Mischung haben. Werden wir einfach mal schauen. Nächste Haltestelle, Brabrecker Weg. Brabrecker Weg, ah ja. Da fahren wir einfach durch hier, ne? Also hier will wohl keiner ein- oder aussteigen. Und das Piepen ist immer das Ribas oben links. Glashüttenheide. So. Ja, können wir schön hier durchfahren. Rüber nach Bottrop. Nächste Haltestelle. Schneiderstraße. So, schön über Stadt und Land mit den alten Bauten hier. Wobei ich die Grastexturen, wenn ich mir jetzt mal genauer angucke, echt grenzwertig finde. Wenn man überlegt, wie viele Folgen man mal so gefahren hat hier, und dann auch die ganze Zeit andere Spiele gespielt hat, die natürlich von der Grafik her wie soll ich es ausdrücken, um einiges besser waren, ist das dann ab und zu mal echt lustig, ne? Wenn man sich die Sachen dann auch mal, ja, so nach und nach auch mal anschaut. Oh, Achtung. Da geht's zum Zopf. Aha. So, wo sind wir denn hier? Schneiderstraße. Sind wir gleich schon in Bottrop? Weil sind wir schon in Bottrop, ne? Ja. So. Hallo. Hallo, guten Tag. So, da ist der Bus. Der Solaris. Aber mit Bogestra, der fährt natürlich nicht hier. So, da fahren wir mal raus hier. Bisschen falsches Repaint, aber gut, wir sind auf jeden Fall mal wieder unterwegs. Im Omsi. Ne, viele haben schon gefragt, oh, Omsi, wann gibt's mal wieder was? Tja. Dachte ich, nehme ihn einfach mal wieder auf. Aber es ist halt auch ein Spiel, was, sag ich mal, gerade was so. Es gibt so viele tolle Freeware-Maps. Oh, die Polizei. Langsamer fahren. Allerdings tue ich mich immer schwer, irgendwelche Maps zu installieren. Da funktioniert immer dies nicht, da funktioniert immer das nicht. Da musst du hier wieder was patchen, da was patchen. Ich habe ja schon viele Karten gefahren, bis Krefrath, Liestal. Bei dem
bei den normalen, hier, wie sagt es schnell, Payware Addons, da klappt das in der Regel auch nicht immer. Siehe bitte das Berlin Addon, wobei es auch ein tolles Addon ist. Hamburg Hafen City haben wir auch ausgiebig gefahren. Was noch möglich wäre, wäre Bremen Nord. Da gab es ein größeres Update. Wurde wohl einiges gefixt, habe ich gesehen. Ja, die Freeware-Maps auf jeden Fall werden auch nochmal was. Ruhrau 2.0 oder eben halt Liestal. Aber das ist immer das Problem. Dann klappt wieder nicht. Dann musst du da wieder was laden. Dann ist der Content wieder nicht dabei. Und so weiter und so fort. Das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und ich mache das natürlich gerne. Aber das war auch ein Grund, warum ich jetzt erstmal gesagt habe, okay, ich mache keine OMSI-Folgen mehr, weil dann setzt man sich dran, Lenkrad schließt man an, fängt an aufzunehmen, dann stürzt das Spiel wieder ab, dann hat man hier einen Ladefehler. Das ist manchmal echt zum Mäusemelken. Und das frustet einen dann auch. Ich habe auch schon mehrfach OMSI mal neu gemacht, neue Versionen drauf, dies, das, alles versucht, aber irgendwie hat das manchmal echt so seine Macken und Tücken. Guten Tag, junger Mann. Und das sorgt auch persönlich bei mir von ist das mit Frust verbunden. Und ich sag mal, wenn man Frust hat, wenn man zockt, soll man das am besten sein lassen. Das ist meine Meinung. Nächste Haltestelle, Rolandstraße. Die Rolandstraße. Und hier geht's rechts direkt nach Sterkrade. Und da halt mal lieber an, weil die Polizei ansonsten winkt die uns da raus. So, gucken wir uns mal an hier. Was steht da überhaupt? Großbaustelle auf der A31. Umgehungsstraßen sind überlastet. Ah ja. Ja gut, die A31 ist überhaupt eine große Baustelle. Davon mal ab. Ach, guck mal, Manfred. In die Innenansicht. Und so mal schauen. Ich sehe auch gerade, ich habe gar keine richtige KI-Liste eingefügt. Hier fahren die alten Busse. Im alten Design. Oha, habe ich voll vergessen. So. Auf und zu, blub blub. So, die Kasse funktioniert auch mal reibungslos. Bisher noch keiner rumgebackt hier. Also alles im grünen Bereich. Ja, die Fahrzeuge sind alles hier so kleine Kleinfahrzeuge. Auch die Polizei fährt Mercedes A-Klasse. Ich glaube, habe ich noch nicht einmal gesehen hier in der Region. So, weiter geht's. Meine Kollegen grüßen. Ja, moin. Hallöchen. So. Hier geht's wieder weiter über Stadt, Land, Fluss. Ganz schön steil hier. Aber das Fahren habe ich nicht verlernt. Ja, so ein paar Sachen, das ist halt ein bisschen anders von der Steuerung her. Großer Unterschied jetzt, glaube ich, zwischen Bus und LKW gibt es nicht. Man sitzt im LKW natürlich höher. Man hat eine ganz andere Übersicht. Wobei meine Rückwärtsfahrkünste im ETS ja mehr schlecht als recht sind, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. So. So, dann halten wir jetzt hier mal an. Und ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr weitere Folgen von OMSI sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Am zweiten Weihnachtstag gibt es auf jeden Fall wieder eine. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Okay, der will noch ein Ticket für Short Haul Journey.
Full Journey. Jetzt suche ich mir mal ein Ticket raus. Ich suche mir das auf jeden Fall raus, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wünsche euch mit euren Liebsten ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, ne? Sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.